Der Hajj, wenn man ihn äußerlich betrachtet, sind es eigentlich nur, äußerlich betrachtet, sind es einfach nur, ja, wenn man die Handlungen mal anschaut, von der, also wenn jemand, stell dir mal vor, jemand schaut sich das an, was die Leute machen. Jemand, der jetzt nicht zum Islam angehört oder einfach irgendeine fiktive Figur, stellt sich hin und schaut an, was die Leute da machen. Sie werfen Steine, sie laufen zwischen zwei Bergen, sie umkreisen die Kaaba, sie rasieren sich die Haare. Macht das, also rationell betrachtet, erfüllt das irgendwas? Wir haben viele Ahkam in der Scharia, deren Bedeutungen verstehen wir auch. Also ihren Sinn, den Sinn dahinter verstehen wir. Die meisten Ahkam der Scharia, ihren Sinn, zwecks Rationalität kann man verstehen. Warum hat Allah Ta'ala den Alkohol verboten oder den sagen wir mal, den Wein? Weil es dich deines Verstandes raubt. Unter anderem, das Morden ist verboten, wir verstehen den Sinn dahinter. Widerrufungsrecht beim Kaufen, wir verstehen den Sinn dahinter. Weil der Mensch handelt manchmal unbedacht oder manchmal im Rausch seiner, ist er in einer Art Rausch des Verlangens und er kauft ohne nachzudenken, ob er das überhaupt braucht. Braucht er das überhaupt? Oder kann er sich das überhaupt leisten? Und dann kauft er das und oft stellen wir dann fest, nachdem wir Sachen gekauft haben, nach zwei Wochen, wenn das nur noch rumliegt, dass wir das eigentlich gar nicht gebraucht haben. Oder dass eine Geldverschwendung war. Das heißt, dieses Rückgaberecht ist ja, sinnvoll, wir verstehen den Sinn dahinter. Aber beim Hajj verstehe ich nicht den Sinn dahinter, diese Handlungen, die wir da machen. Und das Interessante ist hier der innere Aspekt beim Hajj. Das ist sehr interessant, weil wenn ich den Sinn von etwas verstehe, wenn ich verstehe, warum dieses Urteil da existiert, dann ist es für mich viel leichter, es anzunehmen, richtig? Kein Problem. Ich verstehe den Sinn. Okay, das ist sinnvoll, macht Sinn. Und ich füge mich dem sogar und halte mich danach, richte mich danach. Ist okay. Aber bei den Ibadat, umso weniger sie Sinn ergeben, umso mehr zeigt sich der Islam. Umso mehr zeigt sich der Islam eines Menschen. Wisst ihr, was Islam heißt? In diesem Sinne jetzt? Die Fügsamkeit, die Ergebung, dass du dich fügst, du fügst dich einfach, du machst das, obwohl du nicht begreifst, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Du läufst um die Kaaba herum und mit voller Ergebenheit, du akzeptierst das, ergibst dich dem, fügst dich, unterwirfst dich, obwohl du nicht begreifst, was für einen Sinn das hat. Das ist der Islam, das ist Fügsamkeit. Das bedeutet Fügsamkeit. Das ist die Ibadah. Das ist die Ibadah. Ibadah heißt Al-Dhullu, Al-Ta'zim, Al-Mahabba. Ergebenheit, Bescheidenheit, Demut, Liebe. Diese Sachen treiben einen Menschen an, Handlungen zu vollführen, die, ja, wie gesagt, äußerlich betrachtet, oder für uns zumindest, in unserem begrenzten Wissen, sagen wir es so, keinen Sinn ergeben. Sie ergeben einen Sinn, den wir vielleicht nicht kennen, aber für uns persönlich ergeben sie keinen Sinn. Aber das ist eben das ist die Ibadah. Wie gesagt, und das ist die Schwelle, an der man entweder scheitert, das ist die Schwelle, an der du entweder scheiterst, weil du dich weigerst, dich zu ergeben, oder die Schwelle, die dich eben zu dem Erfolg des Imans bringt. Auch bei den Gebeten ist das Gleiche. Warum ist das Salat al-Maghrib, warum besteht das aus drei Rukaat und das Salat al-Fajr aus zwei und das Asr und Dhuhr aus vier? Das alles hat, ist nicht rationell begreifbar. Tayyip.